Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir befinden uns hiermit offiziell in der ersten Postgame-Bonus-Folge. Und ja, ich weiß, dass der Story-DLC, ich meine, jetzt wenn dieses Video hier online geht, kürzlich rausgekommen ist. Und wir werden das auch relativ zeitnah hier zu sehen bekommen, beziehungsweise dort einsteigen. Aber, ich habe ja eine gewisse Vorlaufzeit in meiner Vorproduktion zu berücksichtigen. Das heißt, wir werden jetzt voraussichtlich, also ich weiß das jetzt nicht, ich fange jetzt hier gerade mit dem Postgame-Kram erst an, aber wir werden voraussichtlich zwei Postgame-Folgen hier zu sehen bekommen, bevor es dann endlich mit dem Story-DLC losgeht, über dessen Ankündigung ich mich extrem gefreut habe. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, aber Mann, was ist das bitte für ein perfektes Timing? Also, bisschen Geduld bitte noch. Ich habe trotzdem ein paar Sachen mir noch notiert, die für unsere Überbrückungsphase, nenne ich es mal, durchaus interessant werden dürften. Und einer davon, und damit möchte ich heute anfangen, sind zwei neue Helden, die man hier missionieren kann nach Abschluss des Spiels. Und ich laufe einfach mal straight hier in der Wolkenfeste auf das erste Fragezeichen zu und wir lassen uns mal überraschen, wer hier wohl warten könnte. Also ich meine, so überraschend ist das wahrscheinlich nicht, wenn man bedenkt, wen wir seinerzeit hier angetroffen haben. Aber wir gucken mal. Huh? Where's the queen? Maybe she isn't there. But where is she then? Ja da 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 da. Ja da 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 da. Huh? Oh mein Gott, das Outfit. Ah, haven't worn this for a while. Still looks pretty natty though, eh, Nia old fox? So tough to get around in those bloody formal duds. One false step and you fall flat on your face. Ah, I finally feel like I can be myself. Really cut loose, I love it. Oh! Oh. What are you guys doing here? We just, what are you? Geil, ich bin begeistert. Majesty, your clothes. Wait, just hang on. Give me a second here, all right? Well met, all of you. Please accept my heartfelt welcome. I can offer you only a simple welcome today. But do please make yourselves comfortable. Hmm. Is something the matter? Doesn't it wear on you, acting like that? What? Noah? No, it's perfectly fine. Dispense with such concerns. Pray, let not my regal status prohibit you from presenting your inquiries. Please, speak your minds. All right, well, here's a question. What's that get-up all about? Yes, perhaps you would find my clothes rather curious. I mean, if you don't want to talk about it, that's cool. No sweat. Oh. No, it's nothing like that. Before, I told you all how the world was once divided into two, if you recall. Yes, you told us when we first met. How could we forget that, Your Majesty? These clothes belong to that era, when the worlds were two, unmingled. These raiments were created specially for me in that older realm. So they're from your old world, Majesty? Right. I suppose you could call it a keepsake of my motherland, if you like. Motherland? Can you explain that word, please? The place of my coming into existence in the world, of my infancy and upbringing. We called that our motherland. Your Majesty's motherland? What kind of place could it have been? Are you interested, Noah? I am.
The subject seems so huge I can scarcely begin to imagine it. If it please you, I'd love to hear more about your world, Your Majesty. Certainly. I'd be happy to. Well, to begin with, I ought to explain. Actually, now that I think it over, if I were to tell you the whole of the story, a full day and night might not suffice, I fear. In fact, I'm certain of it. Oh, I see. Then I'm sorry to have made such an unreasonable demand of you. Well, maybe another time then. Even then, surely you have important matters you ought to be taking care of. It won't do for me to detain you here. Huh? Well, I suppose so, but... Therefore, let us go forth together. Yes, Your Majesty, as you will. Wait. Forgive me, Your Majesty. I don't think we quite heard right. I mean to say that I will accompany you on your travels. That way, I'll be able to continue my tales. Night and day, every day if needs be. Ah, I mean, that is not to imply that being cooped up here the whole time is as lonesome as it is tedious. Or that I'm well pleased with myself for inventing an elegant, way-sneaky excuse to get out. It's nothing like that at all. Please, do not misinterpret it thus. No one was saying that anyway. I suppose it may be a bit much, eh? We weren't saying that either. All right then, it's decided. A deal, shall we say? Yes, Your Majesty. Ah, yes! Okay then, we humbly beg your grace, Your Majesty, or was that respectfully? Oh, come now. No need for such formality. I ask only for your kind support, Noah. Oh, and from now on, I'd like you to address me simply as Nia. Gott sei Dank. From now on, I'll be just another one of your ordinary fellow traveling folk. Oh mein Gott, das ist wirklich wahr. Reise mit Nia durch ganz Aionios, um allerlei Besonderes zu erleben. Yes! Und da haben wir tatsächlich... Ah, neun Helden. Okay, also keine Mission, die man vorher erstmal irgendwie abwickeln muss. Oh, sie hat gerade voll viel erzählt und ich laber voll rein. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Aber ich dachte jetzt wirklich, dass wieder dieses Helden-Missionsfenster aufploppt und dass wir hier wieder irgendwas machen dürfen, müssen, wie auch immer. Ah, Mio ist diejenige. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie auf Noah getippt, aber Mio passt objektiv gesehen dann doch irgendwie ein bisschen besser. Subjektiv vermutlich auch. Mias Klasse, Lebensweiser, Rolle Heiler. Die stärkste aller Heilerklassen kann die ganze Gruppe unterstützen und bei Angriffen die Abwehr der Gegner ignorieren. Ja, klingt nach einem guten Paket. Kann man mal machen. Ich habe mich ja so gefreut, dass wir endlich wieder die normale Nia, wie wir sie aus Teil 2 kennen, hier kennenlernen durften. Wenn auch nur für die ersten paar Minuten, weil dann ist sie schon wieder in ihren Königin-Förmlichkeitsmodus abgedriftet. Und ja, ich finde das auch mega cool, dass sie das Outfit, was sie jetzt trägt, angepasst haben auf das, was oder an das, was sie in Teil 2 auch trug. Deswegen kamen da auch wieder so ein paar, das ist so cool, so ein paar nostalgische Erinnerungen wieder hoch. Und ich hoffe, sie redet ab sofort so, wie wir sie aus Teil 2 kennen. So, das ist eigentlich mein einziger und größter Wunsch. Okay, ist das jetzt auch wieder so mit auf Level 10 bringen und dann hat man vielleicht doch noch irgendeine Mission mit ihr oder ist das hier irrelevant? Ein Heiler, dessen Wassertechniken sowohl Feinde vernichten als auch mit Streiter heilen können. Also ich bin ab sofort schon wieder komplett offen für Ideen und Vorschläge, wie man schnellstmöglich sie auf Stufe 10 bekommt. Beziehungsweise sie muss ja gar nicht auf Stufe 10. Warte mal, ich habe seit gefühlt Jahren immer wieder den gleichen Logikfehler. Sie muss nämlich auf Stufe 10 kommen und oh, welch Wunder, da ist noch ein zweiter Slot frei. Wer könnte das wohl sein? So, auf jeden Fall wird sie jetzt zu Lebensweiserin, Weiserin müsste man dann sagen, ne, als weibliche Form.
Und ja, da muss ich eigentlich hier, glaube ich, ansonsten nichts weiter ändern, weil... Hä? Ja, so viel zu dem Thema. Ich bin nämlich gerade davon ausgegangen, dass sie noch alles auf Heiler ausgerichtet drin hat quasi. Aber scheinbar ist dem nicht so. Okay, warte mal. Ausweichrate fand ich nicht so interessant wie das hier. Deswegen soll sie das einmal kriegen. Hä? Warum hat Mio schon wieder so komisches Zeug angelegt? Ich weiß auch nicht, ey. Also irgendein Automatismus wahrscheinlich, wenn du die Klasse einmal wechselst oder so. Bringt das da alles durcheinander und so eine gewisse Unübersichtlichkeit rein. Ich wollte gerade sagen, wer zur Hölle hat denn dieses Hasid-Halsband, wenn ich noch ein zweites Goldzahnrad-Halsband habe, aber das sind Helden, denen ich das meine ich gar nicht individuell ausrüsten konnte, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. So, so kann man das auf jeden Fall stehen lassen und dann muss ich jetzt wieder gucken, dass ich Mahlzeiten zubereite, die meine Klaps nach oben treiben, wenn ich denn überhaupt noch kämpfe. Weil ich glaube, der Großteil von dem, was auf meiner Liste steht, der ist erstmal gar nicht so sehr auf Kampf ausgelegt. Deswegen warte ich jetzt, glaube ich, noch mit meiner Kochpause, die ich ja hier gerne einberufe. Hier diesen Nopon, den habe ich übrigens auch gefunden. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet auf das Ganze. Aber ich will jetzt zuerst nochmal eine andere Person besuchen. Und zwar ist hier, wie von Geisterhand, plötzlich ein weiteres Fragezeichen erschienen. Und da lassen wir uns nicht lumpen und gucken mal, wem wir da über den Weg laufen. Vielleicht, ganz eventuell, könnte es der nächste Held oder die nächste Heldin sein. Vielleicht hat man anhand der Silhouette schon erkannt, um wen es sich handelt. Ich glaube, spätestens jetzt, wo wir Nia haben, kann man eins und eins relativ easy zusammenzählen. Excuse me. That voice. Wait. I know who you are. Your Majesty! Did it fail? I understand how you feel, but you must think of your own well-being. Please, have patience. I beg you. Surely I've been patient enough. Stuck there in Origin. It's enough to send one insane. Can we help you? Her Majesty is insisting that she explore the outside world undercover. I wanted to see for myself what the beings of this world thought, what they needed. Until now, all I could do was perceive data, but no longer. I know, yes, but if you simply gave us the order, we could perform all the legwork for you. There are things you can't understand unless you experience them for yourself. Then at least allow us to accompany you. If I go with you, won't that draw attention? How about if we went with you? We're quite well traveled around Ionios now. There are plenty of places we could show you around, I'm sure. And of course, we share a common goal. There are people out there living in the harshest conditions, yet still they struggle on. We want to help them all too, just like you. You want to help? More people makes for more merries! We'd be mega merries with more Melia! Manana, you must refer to Her Highness in the proper manner. Manana speak in proper? Oh, that's right. Many sorries, Melly. Melly? Please, Your Highness, forgive our insolence. Oh, Tyon did a boo-boo. I didn't. It's been a long time since anyone called me that. Then I have a proposal. They will be my only guards. Your Majesty, why must you do this? What necessitates it? We have only just returned. You are the hope of all Kevez. Should the unthinkable happen, then... You're such a fusspot, Aizel. But I want you to understand. The future is not shouldered by me alone.
It is something that is created by each and every person in the world. I never wanted to sit there in my ivory tower and gaze down from on high. That's not the kind of ruler I am. I apologize. I spoke out of turn. I'm not criticizing you. You are what I wanted. You are my hope. I have a request, or rather, something to discuss. Could I ask you to take a fellow traveler under your wing? Her name is Melia. If that's truly what you wish for. I don't see why not. Glad to have you with us, Melia. Talking to the Queen on equal footing. That's crazy, mate. Yeah, I'm gonna feel so awkward. No need for stress. Just act natural. The stomach of Manana getting rumbly. Maybe some stress for Manana. What's wrong? Our wings. Your height. Sorry. I still can't believe you have them too, Melia. Makes me feel special. Like we're the same. Right. We are the same. Your Majesty, I urge you, please take care. I'll be relying on you in my absence, Aizel. I'm sorry to saddle you all with me, everyone, but I'm looking forward to it too. Mega. Wie mir Aizel. How strange it feels. Wie mir Aizel gerade voll leid getan hat. Wie verzweifelt der war. Der war einfach gerade in dem Moment richtig gut synchronisiert, weil man ihm richtig abgekauft hat. Wie panisch er wurde, als er mitbekommen hat, dass Melia mit uns unterwegs sein will. Ich fand diesen Moment übrigens richtig schön. Wie sie Juni geantwortet hat mit, wir sind die Gleichen. Also ich glaube, das war der Wortlaut, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und da überhaupt gar keine Hierarchie zulässt, das ist irgendwie schön. Aber es ist halt Melia, ne? Was erwartet man da auch? Beherrscht drei verschiedene Elemente, die Spezialtechnik verbraucht die Elemente und verursacht großen Schaden. Yes, okay. Dann weiß ich auf jeden Fall, was Noah jetzt in den nächsten Spielstunden so als Klasse ausmachen wird. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch auf ein paar Spielstunden kommen werden, ne? Aber, ja, mal schauen, hä? Ach so, weil er das noch nicht freigeschaltet hat. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwie ein neuer Held noch aufgeploppt, den man ranholen könnte. Ja, jetzt ist nur die Frage, lasse ich Melia dann drin als Held, der uns begleitet? Ich glaube, dazu tendiere ich gerade tatsächlich. So, warte mal, ich will nur einmal gucken. Nur um aufs Nummer sicher zu gehen, weil das ja gerade schon so chaotisch aussah bei Mia. So, Nia. Mia. Hä, Mio. Mio und Nia. Ey, ist das kompliziert, ey. So, muss ja richtig konzentrieren. Der hatte doch mal die Merkuri- und die Saturni-Dinger drin, oder? Warum ist das jetzt wieder rausgefallen? Also, das erschließt sich mir wirklich nicht. Da bin ich irgendwie zu blöd, die Mechanik dieses Spiels dahinter zu verstehen. Nach welchem Prinzip dann plötzlich Zeug wieder rausgenommen wird. Wo sind denn diese Merkuri-Dinger? Ich musste doch beim letzten Mal nicht so weit scrollen, sag mal. So, okay, warte mal. Nee, da muss ich nochmal anders gucken. Das war doch irgendwo ganz oben. Ich bin doch nicht bis ganz nach unten gegangen. Ich gehe doch immer den bequemsten, komfortabelsten, einfachsten Weg und nehme immer das Erstbeste. Da! Jetzt habe ich sie gerade, warte. Hier, Merkuri-Ringe. Warum zur Hölle ist da ein Nopon-Band reingerutscht? Das ergibt gar keinen Sinn. Er zieht 35% mehr Schaden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich hätte hier gerne den Autokrit, nee, nicht Autokrit, sondern den Autoangriffsschaden erhöht. Das ist eine meiner liebsten Kategorien, nämlich irgendwo hier. Und das hatte er doch, meine ich, auch seinerzeit noch drin. Guck mal, weil niemand hat den Gewaltstein. Ja, im Hintergrund musst du echt aufpassen, dass die hier nicht Schindluder mit deinem Equipment-Gedöns treiben. So, aber dann sind wir erstmal ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Ich würde jetzt einfach mit Melia starten und dann gucken wir mal. So, also ich schätze mal, mit den beiden neuen Helden wird nichts passieren, solange bis die Stufe 10 erreichen, wenn sich da überhaupt irgendwas ergibt. Aber das werde ich gegebenenfalls vorbereiten,
bevor ich die nächste Folge dann aufnehme. So, ich will jetzt hier einmal kochen. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen vorgenommen. Die schwierigste Frage ist eigentlich nur, in welcher Reihenfolge will ich das alles angehen. Aber bevor ich die Bombe platzen lasse, machen wir jetzt erstmal hier einmal ein bisschen Kantinengefuttere. Und zwar, ja, nehmen wir jetzt wieder die Klaps mit. Unsere Kohle ist inzwischen wieder siebenstellig, wenn ich das gerade aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Ich glaube, achtstellig wäre gerade ein bisschen zu überzogen. Das braucht, glaube ich, ein bisschen länger. Ein bisschen so lange, dass ich das hier vermutlich nicht mehr erreicht kriege. So, ich habe nämlich vom guten Calvin Klein zwei Hinweise zu Postgame-Orten bekommen, die ich heute noch betreten wollte. Was ist denn das da? Ich kann es einfach nicht glauben, dass Dana nicht mehr lebt. Wir hatten uns versprochen, gemeinsam in die City zurückzukehren. Ich habe gehört, dafür waren Agnia verantwortlich. Das werden sie büßen. Aha, Konflikt mit der City. Ist das Postgame oder habe ich das vor Abschluss einfach irgendwie übersehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, so lange ist es nicht her, seit ich hier meinen letzten Rundgang gemacht habe. Deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass man das erst nach Spielabschluss machen kann. Aber wo finde ich jetzt den zweiten Infogeber? Muss ja irgendwo da oben sein. Es sei denn, hier vor den Toren lümmelt jemand rum. Aber sieht eher nicht danach aus. Oh wow, jetzt habe ich was angekündigt, was ich vielleicht gar nicht halten kann. Wenn sich daraus jetzt hier eine neue Mission ergibt und danach klingt das irgendwie. Ich muss mich bei euch und allen hier im Schloss entschuldigen. Ich habe völlig versagt darin, Lucianas wahre Absichten zu erkennen. Ich habe euch alle enttäuscht, weil ich dachte, sie sei eine gute, gewissenhafte Kameradin. Ach Ulrich, nimm's nicht so persönlich, du bist ein guter Kerl. Okay. Sehr überzeugend. Aber vielleicht auch nur, weil ich ihm gerade so ein bisschen so eine dümmliche Stimme gegeben habe. Wir sollen also in die City kommen. Keine Ahnung, wo das überhaupt ist. Was? Diese Einladung stinkt zum Himmel. Die wollen uns sicher zur Rechenschaft ziehen für das, was passiert ist. Ich weiß nicht. Also irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass sobald man die City betritt, da auch wieder neue Ausrufezeichen auf einen warten. Aber, warte mal, vielleicht finden wir das heute noch heraus. Ich muss erstmal. Ah, nee, warte mal. Ich wollte mich gerade zur City hinporten, aber das macht ja gar keinen Sinn. Bevor ich nicht zumindest geguckt habe, kann ich jetzt hier irgendwas machen eigentlich? Nee. Weiß ich nicht. Ich glaube, seit ich den letzten Boss gefinisht habe, das wird jetzt hier aber vermutlich auch gar nicht reinfließen. Habe ich gar nicht mehr geguckt wegen Stufenaufstiegen. Aha. Das ist eine Mission, die mit Gundor zusammenhängt. Das ist ja spannend. Ziemlich angespannte Stimmung, hm? Anscheinend wurden die Agnia in die City eingeladen. Es wird auch viel über Dana geredet. Meint ihr echt, die City-Leute wollen die Agnia für Danas Tod zur Verantwortung ziehen? Wenn ja, werden die Agnia sich das sicher nicht einfach so gefallen lassen. Könnte ziemlich hässlich werden. Ach, ich weiß nicht. Was soll der vielsagende Blick raus mit der Sprache? Du weißt doch sicher Bescheid. Ich darf nichts sagen. Tut mir leid. Vertraut mir einfach, dass alles gut wird, okay? Ja, ich glaube auch nicht, dass es zum Kampf kommt. Sika und Gondor sind dabei. Ich glaube, jeder versteht, dass ein Kampf nur zu noch mehr Verbitterung und Leid führen wird. Ach, ich weiß nicht. In der City sind wir einer guten Prügelei nicht abgeneigt. Dein Ernst? Wir hatten uns gerade beruhigt und direkt musst du uns wieder verunsichern? Der schnellste Weg, einen Überblick über die Lage zu kriegen, wäre wohl direkt mit Sika zu reden. Ja, so machen wir es. Uhu, der Weg vor uns. Nice. Boah, ich bin so verunsichert wegen der Mission. Jetzt schreibe ich hier in den Videotitel wahrscheinlich irgendwie rein, dass das ein Post-Game-Video ist. Und dann baller ich hier eine Mission rein, beziehungsweise arbeite die ab, die man vielleicht auch im Hauptspiel schon hätte abschließen können. Damit wäre mein Videotitel voll Fake News. Aber ich werde jetzt aus dem Grund nicht darauf verzichten, das zu erledigen. Sika? Du bist doch Sika. Warum ist denn da kein Ausrufezeichen? Moment. Oh, Stufe 70. Sika und seine Leute wurden in die City eingeladen. Gondor sagt, ihnen wird nichts zustoßen, aber weitere Details bleiben unklar. Okay, warte mal. Ach so, weil Gondor nicht im Team ist. Ey, wisst ihr was?
dann werde ich das jetzt erstmal vertagen und meinem ursprünglichen Plan folgen. Nämlich die beiden Orte einfach mal aufsuchen, die man vorher nicht betreten konnte, scheinbar vor Spielabschluss. Und das habe ich mir gemerkt, weil ich werde jetzt vermutlich hierhin gelangen und porte mich jetzt einfach mal hierhin und versuche da mal hinzulatschen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich schätze ja, dass wir dort einen neuen Geheimpunkt finden. Mir fällt gerade noch ein, ich hätte im Schloss jetzt mit Melia und Nia im Schlepptau auch die Möglichkeit, glaube ich, diese geheime Tür zu durchschreiten. Das habe ich mir tatsächlich nicht mal aufgeschrieben, weil ich das in dem Moment, als ich mir Notizen gemacht habe, schon nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber vielleicht reicht die Zeit, heute da auch nochmal vorbeizuschauen, je nachdem, wie umfangreich das sein wird, was jetzt hier auf uns wartet. Ah, over there. A way has been paved for us. Die kommentieren das sogar. Okay, interessant. Gut, also das hätte man sich, wenn man sich das notiert hätte, in welchen Bereichen man noch nicht gewesen ist, dann hätte man das hier sicherlich auch nochmal aufsuchen können. Das ist sogar auf der Karte erkennbar, wie man hier hinkommt. Also eigentlich, ja, eigentlich durchaus machbar und schaffbar, sich daran irgendwie zu erinnern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier ein komplett neues Gebiet wartet. Also ich finde, auf der Karte sieht das eher nach so einem kleinen Sackgassenbereich aus. Ich wollte nur gucken, ob der da oben vielleicht einen Eigennamen hat, aber nix da. Hauptsache, ich habe guten Fleißreis gerade aufgesammelt. Odo Lehrer Kroktul. Da sind sie wieder, diese nervigen Kroktule, die einen immer angreifen. Egal, wie weit man levelmäßig eigentlich vor denen ist. Und wie unvernünftig das eigentlich ist, uns zu attackieren. Aber wenn sie wollen, sollen sie aufs Maul kriegen. Wer drum bettet, dem erfüllen wir diesen Wunsch gerne. Ich glaube, die können uns auch nicht mehr wirklich was entgegensetzen. Wenn die nicht in riesiger Gruppe hier auftauchen oder einer plötzlich mit einzigartigem Namen vor uns steht. Hallo, was hatten wir bitte für einen flinken Move gerade drauf gehabt? Es ist mega ungewohnt, Tyon zu spielen. Weißt du, vor kurzem erzähle ich noch, dass das irgendwie mein Lieblingscharakter ist und dann stelle ich fest, dass der vermutlich am wenigsten lange von mir gesteuert wurde. Wobei Lance hatte, glaube ich, auch nicht so viel Sendezeit, hätte ich jetzt fast gesagt, aber man sieht die ja alle irgendwie nur. Das mit dem Steuern, das, ich weiß gar nicht, wer da auf Platz 1 liegt. Ich würde mal vermuten, dass Senna und Noah sich den ersten Platz teilen würden. Also einer von beiden zumindest. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich mit denen hier die meisten Stunden versenkt habe, weil die gefühlt auch die meiste Zeit über eine Angreiferrolle waren. Wobei das am Ende wahrscheinlich wirklich nur ein Gefühl ist, weil ich habe ja im Laufe des Let's Plays auch relativ viel durchgeswitcht und ja, vielleicht haut es dann letzten Endes auch gar nicht so hin. So, warte mal, jetzt erstmal hier eine Orientierung finden, auch wenn das Gebiet eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ich bin ja erstmal schon mal beruhigt, dass die ganzen Gegner hier, die blaue Kette wollte ich noch einsammeln, dass die ganzen Gegner hier levelmäßig alle machbar sind. Ich hätte mir jetzt... Oh, oh. Also erstmal Geheimpunkt, das ist schon mal ganz geil, aber da hinten ist einer mit einer grauen Levelzahl, die habe ich gerade nicht so ganz erkennen können. Aber der hat Begleitung. Begleitung heißt, dass das ein bisschen tricky werden könnte. Andererseits habe ich die Mahlzeit gerade intus. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen was abwirft und dass mich das meinem Ziel, die beiden Queens levelmäßig nach vorne zu bringen, ein bisschen näher bringt quasi. Aber erstmal holen wir uns diese Geschichte hier. Oh shit. Das sieht aus, als hätten hier ein paar Gegner ein Problem damit. Oder täuscht das? Nee, ich komme hier hin, ohne dass mich jemand angreift. Das ist schon mal gut. Die ganzen SP, die ich jetzt links und rechts noch zugeschoben bekomme, die bringen mir nicht wirklich was, ne? Oder hat man dafür irgendwie noch andere Verwendungen? Diesen Gegner finde ich irgendwie faszinierend. Den Nelva Pipit. Ich weiß nicht, ob ich so einen jemals schon gesehen habe. Ich möchte den bitte einmal besiegen. Der steht ja auch so schön alleine und abgekoppelt vom Rest. Und dann nehmen wir das jetzt mal als Warm-up für diesen Eigennamen-Gegner, der da hinten rumlungert. Und gucken mal, was der uns so entgegensetzen kann. Aber, hä? Ich habe gerade überhaupt nicht gesehen, wie viele Klaps ich bekommen habe. Aber, naja, hat immerhin nicht lange gedauert.
Also selbst wenn es wenig war, nachweinen muss ich der Zeit jetzt nicht zwingend. So, da ist auf jeden Fall ein 70er. Jetzt habe ich es erkannt. Und links und rechts sind auch 70er. Mich nervt, dass der eine linke Helfershelfer hier, dass das so ein blauer ist. Ein Yara Grenfis. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Ach, guck mal, ich krieg den sogar rausgepult. Ja, das ist doch mal... Das ist eine große Hilfe. Dann hätte ich jetzt aber auch so ein Steinchen werfen können. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann wird sich gleich eine andere noch mit einmischen. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe gerade so viele Angreifer im Team. Ich glaube, das macht sich hier für den Zeitfaktor auf jeden Fall bemerkbar. Das waren, glaube ich, gerade... Wie viel waren das? 63 Klaps? Das ist nicht allzu viel. Aber meine große Hoffnung... Ach, warte mal, wie konnte man nochmal einen Stein werfen? Das war irgendwas mit Steuerkreuz hier. Ja, okay, perfekt. So hätte ich das bei dem anderen auch machen sollen. Aber da ging es jetzt glücklicherweise nochmal gut aus. Ich habe jetzt den letzten Kampf rausgeschnitten, weil der durch den Elite-Status des Gegners ein bisschen länger gedauert hat. Hier kommen wir relativ gut durch. Und den da hinten, den werden wir hoffentlich auch schaffen. Einmal so eine schöne, saftige Angriffskette reinböllern und dann klappt das schon. Wahnsinniger... Achso, warte mal, stimmt, den Namen habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wie hieß der? Wahnsinniger Aranqui. Aranqui. Ja, spannender Name. Mich beunruhigt ein bisschen, dass wir hier direkt an so einer Klippe kämpfen. Wo wir wahrscheinlich nicht sterben, wenn wir hier runterpurzeln, aber könnte trotzdem nervig sein. So, dann erstmal wieder abwarten, was der so kann. Ich habe nämlich so eine kleine Sicherheitslücke in meiner Aufstellung. Und zwar die Limitierung auf nur einen Verteidiger. Der zumindest in der Anfangsphase auch keinen allzu guten Job macht. Auch in dem Kampf, den ich rausgeschnitten habe, ist der Gegner hauptsächlich auf Senna gegangen. Ich muss hier vielleicht irgendwas in Richtung Wutminderung noch zuweisen. Man muss einfach nur lange genug irgendwie durchhalten, bis sich das dann irgendwann einpendelt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Lance irgendwann die Agro auch auf sich ziehen wird. Ach, jetzt haben die sich verbündet. Okay, kann man auch mal machen. Okay, also der hat einige Angriffe, die uns die Energie ganz gut runterballern. Aber trotzdem kann ich mich, glaube ich, trauen, hier vorsichtig mit einem Cut zu äugeln, oder? Weil dann schaffen wir es heute vielleicht auch, den zweiten Ort noch aufzusuchen. So, ich habe euch jetzt hier mal wieder reingeholt. Das wird jetzt die finale Angriffskette sein. Einfach, weil wir Melia noch nicht kennen in ihrer Rolle hier. Erreicht, er hält 100% TP, endet das Kommando nicht und es kann ein weiterer Charakter gewählt werden. Erreicht, er hält. Also müssen die Taktikpunkte dann generell oder muss das einer mit 100% schaffen oder alle als Gruppe? Endet das Kommando nicht und es kann... Ach so, wenn Melia diejenige ist, die 100% zum Überschreiten bringt, dann kann ich danach nochmal jemanden einsetzen. So würde ich das jetzt verstehen. Das heißt, da, wo ich normalerweise dann den Heiler immer einsetze, könnte ich auch über Melia nachdenken, weil danach noch jemand an die Reihe kommen kann. Das kann ich ja direkt mal ausprobieren. Also ich meine, hier in dem Kampf kann jetzt auch aktuell nicht allzu viel passieren. Was ist denn gerufene Elemente abfeuern? Ich habe übrigens immer noch viel Luft nach oben, was die Anpassung meiner ganzen Techniken und Skills angeht. Das habe ich nicht vergessen. So, das wird sie doch bestimmt jetzt schaffen, oder? Fläche, Elemente rufen, Rückangriff, Fessel. Keine Ahnung. Oh ja, sie kommt auf jeden Fall über die 100. Und jetzt darf noch jemand, richtig? Ja, geil. Okay, das ist gar nicht mal so unpraktisch. Dann könnte ich jetzt mal versuchen, hier zum Beispiel ein Exzellent zu generieren. Wird, glaube ich, jetzt hier nicht hinhauen, aber so als taktische Komponente gar nicht mal so uninteressant. Ich hoffe, der wird jetzt ins Gras beißen. Weil dann kann ich hier nämlich den EP-Multiplikator wieder ordentlich nach vorne treiben. Und mal gucken, wie weit uns das bringt. Äther-Absolutismus. Reduziert während der Angriffskette die Äther-Abwehr der Gegner um 50 Prozentpunkte. Ich nehme das einfach, weil ich auch die Animation dazu mal sehen will. So. Wenn sie im Alleingang die 100 überschreitet, dann darf man aber theoretisch auch nochmal, oder? Ich finde ihr Feature irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ich gehe mal jetzt auf Nummer sicher und lasse Senna hier erstmal starten. Weil dann sollte jetzt eine Melia eigentlich die 100 wieder überschreiten können. Und das ist auch der Fall.
Und dann kann nämlich Noah jetzt hier mal so richtig reinklotzen. Dann bin ich gar nicht mehr so abhängig von den Heilern. Guck mal, und da habe ich auch mein Exzellent schon. War das gerade auf dem Punkt genau? Äther-Absolutismus, da steht es. Übrigens, nur schon mal als kleine Vorwarnung. Ich werde in der nächsten Folge die Superbosse mal aufzeigen, aber ich werde sie nicht besiegen. Also einfach nur die Orte zeigen, wo man die findet. Dazu habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht. 51. Ich hoffe, der schlittert da jetzt nicht über die 100. Aber es sollte ganz knapp eigentlich funktionieren, jawohl. So, dann kann sie jetzt nämlich wieder munter Zeug abfeuern. Das scheint sie ganz gerne zu machen. Ja, und ich habe einfach keine Muße jetzt, diesen ganzen Grind dahinter irgendwie auf mich zu nehmen. Das ist halt genau das Thema, was ich immer wieder sage, ne? Also wenn das irgendwie platinrelevant wäre und man da entsprechend Trophäen oder Achievements oder sowas freischalten könnte, dann würde ich das eventuell in Erwägung ziehen, aber so brauche ich das nicht unbedingt. Also man kann sich fast alle Superbosse auch angucken, also bis auf einen, bis auf den letzten, ohne dass man die besiegen muss. Und ich glaube, die Belohnungen, die sind jetzt auch nicht unbedingt so nice, dass man da jetzt unbedingt die Zeit investieren müsste. Ich weiß, es gibt da draußen Komplettierer, die sehen das anders. Dazu gehöre ich punktuell auch, aber eben nur punktuell. Und auf Switch-Spielen habe ich generell nicht so den Komplettierungsbedarf. So, ich glaube, ich stelle jetzt hier einen neuen Rekord, auch was die Taktikpunkte, Prozente, Dings angeht. Oh, fast 300. Nice. Das wird sich aber... Je höher die Taktikpunkte, desto höher fällt auch der EP-Bonus am Ende aus, oder? Oder hat das damit nichts zu tun? Keine Ahnung. 433 sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Vielleicht knacken wir sogar die 450. Das wäre auch ganz nett. Aber noch geiler. Wisst ihr, was so ein richtig geiles Heldenattribut wäre? Wenn man anstatt dem EP-Bonus so einen Klapp-Bonus bekommt in der Größenordnung. 203 Klaps haben wir gerade für den bekommen. Und Nopon-Silbermünzen. Und irgendein Sechseck. Und ein Ursprungsfragment-Sechseck. Und ein Schubab ist runtergefallen. Aber diesen Spot da hinten, den kennen wir, glaube ich, schon. Ich erinnere mich, dass ich da schon mal langgelatscht bin. So, ja, ich würde sagen, das hat sich doch schon mal ganz gut angefühlt. Mio hat leider immer noch Rang 1. Und Noah auch. Die werden jetzt immer parallel, wenn ich deren Klasse nicht tausche, vermutlich in einem ähnlichen Tempo da vorankommen. Ich würde mal eben den hier einmal aus dem Weg räumen. Vielleicht reicht das ja schon für ein Level-Up der beiden. Das ging relativ fix. 39 Klaps. Aber da wurde gerade nirgendwo eingeblendet, dass man einen Rangaufstieg hatte, ne? Ah, jetzt sind wir aber wenigstens kurz davor. Okay. Ja, das ist... Ich merke schon wieder diese Ungeduld, die da in mir aufkommt. Wie viele Silbermünzen habe ich? 23. Na gut, so. Aber es gab ja auch noch diesen Hinweis, irgendwie Kamurabi war das, meine ich, auf die 20 zu bringen und das dann darüber irgendwie zu beschleunigen. Ich werde auf jeden Fall schon Mittel und Wege finden. Ich müsste halt nur erstmal wissen, ob man das überhaupt machen muss und ob das was bringt, weil wir haben ja nicht mal zum Einstieg eine Heldenmission für die beiden bekommen, aber da bin ich dann spätestens in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen schlauer. So, was will ich als nächstes tun? Ich möchte als nächstes dieses nette Gebiet hier betreten. Da bin ich ja im Hauptspiel auch so ein bisschen dran verzweifelt, weil man da nicht hinkam. Und ich schätze mal ganz stark, dass man über diese Rampe, die vorher, meine ich, nicht da war, dass man dort jetzt hingelangen kann. Und mal schauen, was da auf uns wartet. Wird vielleicht analog zu dem Ort gerade eben spannend sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch einen Geheimpunkt und vielleicht einen einzigartigen Gegner oder so haben. Und ja, da vielleicht uns ein bisschen wieder hochboosten können. Ich spule mal ein bisschen vor. Oh ja, ich glaube, von hier sieht man das schon. Also vielen lieben Dank, Calvin, nochmal, auch weil die Beschreibung so richtig schön idiotensicher war, ne? Hättest du jetzt irgendwie in die Kommentare reingeschrieben, im nördlichen Cadencia. Gut, in Cadencia hätte ich es wahrscheinlich mir noch irgendwie zusammenreiben können, weil ich diesen Ort hier nie so wirklich vergessen habe. Aber da in der Aetia, da wäre es mir eventuell schwerer gefallen, die richtige Zuordnung vorzunehmen. Wobei, wenn man die Karte
studiert, dann findet man diesen Spot auch. Keine Beute. Was? Die habe ich schon gemacht? Mit Stufe 60 und 61? Okay. Ja, ich möchte drauf verzichten. Eigentlich nicht. Ich hätte hier gerne weitere Nopon-Münzen noch mitgenommen, aber was nicht ist, das ist nicht. Aber ich glaube, es gibt noch einige Scharmützel, wo ich ein bisschen von den Münzen noch profitieren könnte. Ich wüsste jetzt aber ad hoc nicht, wo ich da starten sollte, danach Ausschau zu halten. Wahrscheinlich eher in den Gebieten, die man gegen Ende betreten konnte. So, aber jetzt bin ich erstmal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Was hat mir diese Ecke hier an Kopfzerbrechen bereitet? Also noch mehr als in Aetia. Aber jetzt sind wir endlich hier. Ah, guck mal, kaum spreche ich von Scharmützeln, die ich gerne mal wieder hätte. Da baut sich auch direkt ein neues vor uns auf. Sehr gut. Und lass mich raten, da wird es jetzt bestimmt keine Nopon-Münzen geben. Aber ich werde die sowas von auswählen, wenn die mir hier angeboten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich seit 100 Folgen oder so kein Scharmützel mehr mitgemacht habe. Oder mitgenommen habe. Ja, diesmal nehme ich jetzt die Münzen mit. Ja. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich weiß noch, wie ich am Anfang des Let's Plays oder zumindest im ersten Drittel über so lange Zeit immer zwischen 90 und 99 hatte und nie verstanden habe, was die für einen Mehrwert haben sollen. Also schon verstanden, aber ich hatte den Bedarf halt trotzdem nicht und deswegen freue ich mich gerade sehr, dass wir hier jetzt noch mal ein paar Scharmützel bekommen. Und ich würde gerne noch ein paar mehr bestreiten, weil ich glaube, so schnell komme ich ansonsten auf keine 5 Nopon-Münzen. Aber jetzt gerade ist das einfach nur ein Segen. Und wird zu gegebener Zeit vielleicht auch ein bisschen Zeit sparen. So, warte mal, ich habe jetzt schon wieder so viel Kram gesammelt. Ich wollte jetzt mal gucken. Nicht, dass ich ein Karo-Ursprungsfragment irgendwo übersehen habe. Warte mal, nee, nicht Gruppenboni, sondern Items. Hier wollte ich nämlich gucken. Sechseck, Dreieck, Quadrat, Ring. Also nichts mit Karo. Schade eigentlich. Nopon Goldmünze. Wisst ihr, was geil wäre, wenn es hier so eine Wechselstube geben würde? Wenn du eine Goldmünze abgeben könntest und dafür, weiß ich nicht, 3 silberne oder sowas übernehmen könntest. Das wäre nice. Also richtig peinlich wäre es jetzt, weil deswegen habe ich auch gerade kurz innegehalten. Richtig peinlich wäre es, wenn es sowas gibt. Und ich habe es einfach nur nicht mehr auf dem Schirm. Warte mal, da hinten ist noch so ein Ether-Kanal heißt das, ne? Ich glaube, diese Dinger waren Ether-Kanäle und die gelben waren Ether-Sphären. Jetzt kann ich wenigstens diese Geschichten hier auseinanderhalten. Ganz im Gegensatz zu den Elite-Gegner und einzigartigen Gegnern. Da komme ich immer noch durcheinander, aber da ist, glaube ich, Hopfen und Malz jetzt auch schon verloren. So, also inmitten dieser Ruine, bin ich mir relativ sicher, wird irgendein einzigartiger Gegner warten. So, und hier haben wir jetzt noch zwei von den Blauen. Ich nenne die einfach Blaue. Ich will immer Elite-Gegner sagen, aber ich glaube, die Elite-Gegner waren die mit Namen. Ich glaube, das ist genau andersrum als das, was ich mir so grob abgespeichert habe. Damit wäre der erste Dode. Und den zweiten, den schnappe ich mir auch gleich nochmal. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, die beiden hintereinander zu machen, aber der ist so weit vorne. Ich wollte diesen Moment jetzt nicht aus Versehen rausschneiden, wo sich gleich der Geheimpunkt ein möglicher hier vor uns aufbäumt. Aber alles gut. Hier sind wir noch safe. Das ist eigentlich ganz okay, weil die brauchen jetzt nicht so ultra lange. Aber ich glaube, prinzipiell war der beste Ort, um Clubs zu farmen, also den ich jetzt selber noch so in Erinnerung habe, schon in Cadencia auf dieser Insel mit diesen riesen Gorillussen. Weil da habe ich mit aktivierter Mahlzeit pro Gegner 80 bis 90 Clubs bekommen. Und das, ich weiß allerdings nicht, ob die Bekämpfung dieser Gegner nicht auch deutlich länger gedauert hat. Ne? Das könnte dann wieder ein Grund sein, hier eher bei den Pirutans die Runden zu drehen. Ruinen der Helden. Aber kein Geheimpunkt. Wie kann das denn hier kein Geheimpunkt sein? Oh Gott, da hinten auf diesem komischen Thronaltar, was auch immer. Da wartet schon der Nächste. Aber warte mal, erstmal verstehen, wie man an diesen ollen Container rankommt. Hä? Wo ist der denn? Ist hier irgendwo eine Leiter oder so? Habe ich irgendwas verpasst?
Und wie zur Hölle kann es sein, dass da noch ein weiterer Ätherkanal ist? Also irgendeine Route da oben muss ich übersehen haben. Weil der Container, der leuchtete auf, als ich hier oben... Ja, als ich hier war. Warum sehe ich dann den Strahl nicht? Das ergibt ja eigentlich gerade alles herzlich wenig Sinn. Ich habe eine Vermutung. Warte mal, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Kann es sein, dass man da einmal so U-förmig hier drumherum laufen muss? Nee, hier komme ich auch nicht weiter. Und hier bin ich jetzt wahrscheinlich auch wieder auf der falschen Ebene. Wobei da hinten, da oben sind noch Gegner. Warte mal, es muss hier irgendeinen Zugang geben. Vielleicht muss man auch erstmal an diesem einzigartigen Gegner vorbei. Nee, hier, guck mal, hier führt so eine Art quasi Rampe nach oben. Und das hier wird uns dann vermutlich auch zum Container bringen, oder? Ja, guck mal, es sieht so aus, auch wenn das so im nördlichen Zipfel alles relativ knapp bemessen zu sein scheint. Aber wenn wir uns da ein bisschen durchquetschen, dann könnte man da eventuell passen, oder? Oh, ich wette, ich werde mich hier schon wieder festbacken. Habe ich es jetzt schon wieder geschafft? Wo zur Hölle bin ich? Ich komme nicht mehr raus. Doch, hier. Okay, alles gut. Den muss ich jetzt auch nochmal mitnehmen, weil der schimmert und der ist blau. Das ist so eine Kombination, vor allen Dingen bei Level 74. Da kann ich nicht Nein sagen. Sehr gut. Ich hoffe, das war es dann hier auch erstmal auf dieser Plattform mit Verlockungen. Denn ich sehe mich hier schon wieder irgendwie einen halben Tag rumschnibbeln. Nein, so schlimm ist es nicht. So lange dauert es nicht, aber trotzdem. Das wird schon wieder ein sehr schneideintensiver Part. Jawohl, man kommt hier durch. Okay, alles klar. Dann hat die Karte auf jeden Fall nicht gelogen. Weil die hat, finde ich, hier einen ganz guten Hint geliefert. Auch wenn man intuitiv vielleicht immer erst mal woanders hinspringen will. So, da ist auf jeden Fall der nächste Gegner. Beziehungsweise die nächsten zwei. So viel zum Thema. Hoffentlich gibt es ja keine Verlockung mehr. Aber wo zur Hölle ist dieser Ätherkanal? Vielleicht ist das aber auch einer, den ich irgendwann schon mal genutzt habe. Kein Plan. Der Container ist aber definitiv neu. Weil die Ätherkanäle, die füllen sich ja nach einer bestimmten Zeit, füllen die sich ja wieder auf, nicht wahr? Oh, die zwei muss ich jetzt auch nochmal mitnehmen, auch wenn ich gar keinen Bock habe. Aber Augen zu und durch. Das war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber es ist hier, glaube ich, gerade was zum ersten Mal aufgeploppt nach, keine Ahnung, fast 200 Folgen. Und zwar hat Tayon sein Max-Rang erreicht. Sein Max-Rang. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hiermit machen sollte. Eine aktuelle Klasse hat ihren maximalen Rang erreicht. Es wäre ratsam, die Klasse zu wechseln. Ja, das sowieso. Ja, die Frage ist jetzt, was genau habe ich davon? Und welche Reihe nehme ich als nächstes? Welche Klasse nehme ich als nächstes? Fange ich irgendwo bei einer 10 an? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich will, dass irgendein Charakter, wenn es denn überhaupt die Zeit noch hergibt, sowohl Ethel als auch Kamuravi ausmaximiert kriegt. Und ich gucke nochmal eben kurz, ob er sinnvolle Ausrüstung drin hat. Ja, das sieht aus, als würde es inhaltlich passen. Das kann man erstmal so stehen lassen. So, dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt zur Feier des Tages nochmal diesen einzigartigen Gegner da angucken. Und wisst ihr was, ich glaube, ich bin schneller, wenn ich mich einmal hier hinporte. Und einfach mal gucken, was der so kann. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal sein Level gespottet. Aber irgendwas mit einer 7 davor. War das eine 76? Hi. Oh, der bewachten Erbe der 7. Das heißt, das wird kein einfacher Geschner, vermutlich. Loyaler Pirutan. Boah, ich habe hier links und rechts noch so viele blaue. Die würde ich eigentlich eher offscreen, glaube ich, machen, weil ich jetzt eh schon genügend rausgeschnibbelt habe. Ich versuche mich jetzt einfach mal an dem. Es wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen, Tayon erstmal in der Stufe 20 Klasse zu lassen bei Kamuravi. Nur der Nachteil ist halt, der profitiert dann am Ende nicht von den Clubs, die dieser Gegner hier abwirft. Das war klar, dass Tayon hat gerade ultra schwache Stats. Und Noah und Mio theoretisch auch. Also ich bin jetzt nicht mit meinen allerbesten Rahmenbedingungen gerade unterwegs, sondern probiere hier gerade viele neue Klassen aus. Und das ist vielleicht bei so einem Postgame-Super-Gegner nicht unbedingt die beste Idee.
Aber ich guck mal, wie weit ich komme. Und aktuell glaube ich noch daran, dass ich den besiegen könnte. Denn auch seine Energieleiste schmilzt so langsam. Wenn ich einmal Synchro Level 2 oder 3 erreicht habe und eine volle Angriffskette habe, dann sollte sich der Rest eigentlich fast von selbst erledigen. Wichtig ist nur, dass meine Heiler das die ganze Zeit überleben. Und irgendwie nicht beide gleichzeitig abmurksen, aber die sind gerade ganz gut außerhalb des Gegnerfokuses. Da kickt die Wutminderung rein, deswegen haben sie diese Items ja auch angelegt bekommen. Vielleicht war das in der Vergangenheit auch mein größtes Problem. Vielleicht hatten die in den Kämpfen, wo die Heiler mir immer so schnell abgenüppelt sind, vielleicht hatten die auch falsches Equipment gerade drauf oder dran. Kein Plan. Aber ich glaube, ich traue mich jetzt hier schon mal wieder vorsichtig einen Cut zu machen. Also das hier wird jetzt, glaube ich, eine richtig schlechte Angriffskette. Ich bin aber um eine Erkenntnis reicher. Denn wenn ich mit Melia einmal die 100% überschritten habe und dann ein... ich bekomme Nopon-Münzen. Und dann ein Heiler einsetze, dann geht der Taktikpunktewert nicht weiter nach oben. Also der, also die Heiler, die erhöhen das eben nur bis 100%. Ich dachte, dass Melia vielleicht irgendwie so, wenn sie den Schwellwert überschreitet, dass dann die Heiler das Ganze weiter nach oben boosten können. Und das war hier nicht der Fall. Veneris-Ringe. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das super hilfreich und gut sein wird. So wie eigentlich alles, was wir bisher aus diesen komischen Gefäßen hier rausgeholt haben. So, warte mal. Eventuell kann er das sogar kriegen. Ich müsste nur einmal... Warte mal, wie kann ich denn jetzt hier die Sortierung nochmal ändern? Zuletzt erhalten. Beim Starten einer Angriffskette steigen die TP um 20. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so geil. Weil das ja, ich profitiere ja nur davon, wenn ich Angriffsketten starte. Und mit den Sachen, die er jetzt hat, da bin ich in jedem Kampf irgendwie gut dabei. Und habe was davon. Deswegen, ja, ist das jetzt mal das erste Item aus dieser Sparte, wo ich auf die Anwendung verzichte. Also der Weg hier beim loyalen Pirutan bis zur Angriffskette, der war echt nicht so ganz ohne. Das, ich bin einige Male verreckt und hatte hier teilweise echt ein bisschen Mühe, hier mich am Leben zu lassen. So, ich werde jetzt den nochmal besiegen. Ihr Lieben, wir werden heute keine neuen Themen mehr anfangen. Ich weiß noch nicht, was ich offscreen gegebenenfalls mit Melia und Nia vorbereiten werde. Also so leveltechnisch meine ich. Ich glaube, ich werde die noch nicht auf 10 bringen können, weil ich jetzt eigentlich schon Bock hätte, direkt im Anschluss die nächste Folge aufzunehmen, weil ich da auch noch ein paar Sachen auf der Uhr habe. Also wir werden beim nächsten Mal das Nopon-Register auf jeden Fall abschließen, weil ich inzwischen weiß, welcher Nopon mir noch fehlt. Ich will unbedingt ins Schloss, um nochmal zu gucken, ob ich mit den beiden Queens im Schlepptau, ich weiß gar nicht mehr, wessen Schloss das gewesen ist, aber da komme ich jetzt durch diese ehemals verramschte Tür. Und ich will mir, auch wenn ich sie nicht besiegen werde, die Superbosse angucken. Und wir haben noch eine Mission, die wir heute zu Partbeginn freigeschaltet haben. Und die will natürlich auch abgeschlossen werden. Also es wird beim nächsten Mal auf jeden Fall einiges zu tun geben. Warte mal, habe ich hier nicht noch irgendwo einen Elite-Gegner gesehen? Ja. Fast übersehen. Das Ding war ja gut versteckt, Dreieck. Ich krieg einfach diese Karo-Dinger nicht. Es ist zum Verzweifeln. Es kann doch nicht sein. Ey, seit ich dieses System freigeschaltet habe mit den Waffen-Upgrades und dem Verbessern und alles und überhaupt, seitdem finde ich einfach keine Karo-Ursprungsfragmente mehr. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe das nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. So, das hier ist jetzt der Abschieds-Pirutan. Ich gucke danach nochmal, wie es levelmäßig hier aussieht bei Noah und Mio. Und dann machen wir hier für heute auch Feierabend. Und ich habe mega Bock. Ich mag diese ganzen Post-Game-Listen-Abarbeitungssachen immer ganz gerne. Weil das sind lauter Lücken, die ich hier gerade schließe. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt an das Snowborn-Register denke, natürlich. Aber... es scheint alles irgendwie machbar zu sein und ich bin halt immer gespannt, was dann draus wird. Und ich freue mich natürlich, diese Kartenüberreste jetzt nach und nach auch aufdecken zu können, die mir vorher so lange ein Dorn im Auge gewesen sind. So, beide sind auf Stufe 3. Okay.
Ich müsste dann irgendwann auch mal anfangen, gegenzurechnen, wie viele Level-Ups meine Münzen theoretisch zulassen würden. Ich kann ja hier mal beispielhaft bei ihm einsteigen. Also ich würde... ich könnte einen jetzt schon auf 10 bringen. Warte mal, ich guck mal eben kurz, ob das hier auch funktionieren würde. Ich schätze mal, die Anzahl ist die gleiche. Ja, es reicht halt nur nicht für beide, ne? Also vielleicht, wenn beide Stufe 4 erreichen, vielleicht würde es dann für beide ausreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir auch heute nicht mehr herausfinden. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.